nicht langsam und systematisch vorgehen. Sobald du den Perimeter durchbrichst, musst du einen heftigen dynamischen Angriff ausführen, um die Geisel aus einem verbarrikadierten Haus zu befreien. Setze Sprengladungen ein, um schnell in das Gebäude einzudringen. Die Unversehrtheit der Geisel hat oberste Priorität. Sprengladungen gewähren dir einen kurzen taktischen Vorteil, um Feinde zu neutralisieren und die Geisel zu übernehmen. Gib der Geisel auf dem Weg zum Evakuierungspunkt Deckung und eliminiere jegliche Feinde. Viel Glück. So Leute, war das nicht ein ganz kleines, gutes Video von Rainbow Six Siege Operator Health. Und ja, ich habe ja gesagt, ich mache jetzt die Situation und kommentiere sie. Und ja, jetzt rede ich natürlich im Video nicht. Ich spiele mit dem neuen Controller, um mir besser dropshotten zu können. Der ist auch kleiner und halt viel besser zum schneller dropshotten. Da seht ihr, ich habe mich da hingelegt und habe fast den Knopf gedrückt. Und ich mache jetzt die Situation, wie ich gesagt habe. Ein paar kenne ich, ein paar nicht. Also ich kenne die ersten zwei. Gestern kam eins, das war das erste und das ist jetzt das zweite. Den Rest kenne ich leider nicht. Sonst war das aber auch doof. Da habe ich den Gegner eigentlich tausendmal angeschossen und der ist einfach nicht gestorben. Er ist einfach nicht gestorben, könnte einfach nicht so. Hat er sich gedacht, nö, kannst mich mal am Arsch lecken, ich sterb nicht. Und wir müssen die Geisel retten. Hat man ja schon im Video gesehen, da habe ich nicht so gut geschossen. Das sind die zwei Waffen von FBI, von der Ash, Termite. Ja, Ash und Termite. Und Puls. Da war nur noch einer, Puls und Kessel. Das ist die Waffe von Ash, ist eine Angreiferin, die spiele ich die ganze Zeit eigentlich. Ist meine Lieblingsoperatorin gerade. Macht sehr viel Spaß, habe ich eigentlich überlegt, auf der anderen Seite zu gehen. Aber geht schneller, wenn ich jetzt eine Blendgranate reinwerfe und den pushe. Der wirft auch eine Blendgranate, aber ich kann ihn auch schnell töten. Also ich muss sehr viel nachladen, weil ich sehr viel Munition für einen verbrauche, für einen. Da habe ich fast den Blendgranate wieder an die Wand geworfen, wie beim letzten Mal. Jetzt kein Bock, jetzt Ablenkung, schon geguckt ganz kurz und klack. Und tot. Für mich war das jetzt ein Headshot, aber wenn das Spiel sagt kein Headshot, dann halt nicht. Ja, jetzt rette ich die Geisel. Das ist jetzt nicht wieder so ein langes Video. Sind halt die, wie heißt es, Operationen und Situationen, meinte ich. Und die dauern halt nicht lange, wenn man durchpusht. Aber hier pushe ich jetzt nicht. Ich gehe lieber auf Nummer sicher, bevor die Geisel stirbt. Und ich möchte auch nicht. Da wollte ich zielen, habe aber leider geschlagen. Das ist ja hier, Ziel ist auf da und hier Mess hat man auch. Also so, hier ist Zielen, aber hier kann man zur Seite gucken, so. Wie so ein Beat. Wie so. Boom, tsch, boom, tsch, boom, tsch, boom, tsch. So, und jetzt rette ich die Geisel, liegt die dahin und zack, 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 einfach hingeschossen und da habe ich es auch schon gewonnen. Dann sag ich mal, ciao, bis bald.